So, wir fangen jetzt einfach an. Wir spielen heute die Alpha-Demo von Hostile Mars einmal am Anfang. Es ist ein Factory-Defense-Spiel. Ja, der Name sagt, Name ist eigentlich Programm. Du bist auf dem Mars und wirst von komischen, mechanischen Kreaturen angegriffen und baust Produktionsketten und Verteidigung. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich gucke mir die Prolog-Demo einfach jetzt mal an. Und ich hoffe, hier funktioniert gerade alles. Das Menü selbst hat hier gar keinen Ton, macht nichts. Die Settings hier sind übrigens überschaubar. Lustigerweise ist im Spiel eine ganz andere Geschichte, beziehungsweise ein ganz anderes Menü für die Einstellung. Es ist halt alles noch sehr rudimentär. Wir gucken uns das trotzdem mal an, weil ich fand die Vorschau-Filmchen ganz nett von der Steam-Seite. Und deshalb gucken wir einfach mal, was das wird. Heute keine epische Stimme. Epische Stimme. Ich wache auf. Ich sehe Dampf. Ein Gang. Alles ist dramatisch. Ich habe Angst. Was ist hier los? Entschuldigung, da gibt es einen Fehler mit dem Sprachtool. Sledgehammer war eine gute Serie und ist auch ein guter Hammer. Wer ist der Mars? Was soll das da hinten sein? Der Mars hat keinen Gesteinsring. It's Hammer Time. Ein Hoch auf niedrige Gravitationen. Warum sieht das aus, als wenn so eine Art Schild über uns ist? Finde eine Power-Ressource. Das sieht so aus, wenn das Energie erzeugen könnte. Oh nein, es ist nicht Fortnite, es ist ein Factory-like, schon Aufbauspielchen halt mit Defense-System. Also wir werden uns gegen Wellen verteidigen müssen. Jedenfalls sagt das Video, aber es sah ganz nett aus. Wie ist da drin? Moment, ich habe ja eine Markierung. Jetzt die Maschine bestimmt rappen können. Wahrscheinlich, da wäre es noch gekommen. Und ich habe das alles jetzt zerstört. Ah, da sind Energiezellen drin. Yeah, okay. That'll work. We can use that power cell.
Das sieht nicht aus wie ein Freund. Töte den attackierenden Bot. Au, es gibt doch Fallschaden. Ach, in der Zukunft und trotzdem in Hammernorm rumschlagen. So, was willst du jetzt von mir? Energiezellen in der Homebase reinsetzen. Da ist der Recycler. Homebase is taking damage. Looks like they're gonna keep attacking us. You're gonna have to get that turret up and running. Gibt's ganz viele neue Infos unten. Batterien für Türme, weil hier stand noch einer und der hat keine Munition. Da kann man mit Y direkt Munition einfügen, also hast auch keine Power. Seht her, wie das Geschütz uns zur überlegenen Spezies macht auf dem Mars. Nice, okay. That was easy enough. Wir kommen wieder. Achso, die lassen sogar Teile übrig. Also beziehungsweise die lassen Teile liegen. Dann kann ich das recyceln wahrscheinlich. So, bekommen wir Gun Parts. Macht doch eh alles wieder der Bot. Nutzt der Hammer sich ab? Nein. Ich glaube, der Hammer ist ein durchgängiges Objekt, was keine Abnutzung hat. Ich denke mal, es ist nur für den Start. Ich habe gesehen, es sollen auch später Drohnen geben, die halt meine Basis mit bearbeiten. Du hast aber auch eine Pistole. Ne, ich habe Ammo, beziehungsweise ich habe Teile gefunden für Zitole. Pistole. Ah, rechte Maustaste. Looks like this is gonna be a long fight. Let's get you some blueprints for some weapons. You know, I always thought a weapon bench on a science mission was a silly idea. Well, I take that back. We've got limited options down there, so take whatever that recycler gave you and just see what the weapon bench will do for you. Moment. Also Ammo Cells haben wir.
Oh shit. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber in meinem Baumenü ist doch nichts. Was ist das? Homebase? Achso, ich muss wahrscheinlich hier. Craftbench. Das ist die Geschichte. Da ist das Ammo Cellback. Wobei, das kann ja nicht gemeint sein. Da ist eine Kiste. Hier ist die Weaponbench. Und da kommt eine Pistole. Okay, Weaponbench is complete. Are you able to shoot? Well, guess we'll find out. Das ist mit der Markierung ein bisschen doof, weil der meint zum Beispiel jetzt gar nicht den Recycler. Da ist der Tech-Tree. So, Scrap. Ich denke mal, es sind die unterschiedlichen Materialstufen. Und mit Abfall zu arbeiten ist das erste. Dann kommt Eisen, dann kommt Aluminium, Titanium, Graphen und Fragezeichen. Jenny got a gun. Run away. Run away! Beste Filmszene. Guten Tag, 31er, und danke für deine Stufe 1 Sub. Aber dafür brauchst du 80 Cell Drives. Guten Tag, Gonna, und danke für dein Tier 1 Sub. Das ist sowas wie ein kleiner Ofen. Mein Gott, das ist ja wirklich Schrotttechnologie. Bekommt man hier Ärger, wenn man Digger sagt? Ja. Materialprozessor. Was geht, Digga? Was hast du halt so gemacht? Timeout ich nur für Digger. Warum dauert das so lange?
Weil dein Hammer scheiße ist, ja, das weiß ich. Dankeschön, Spiel. So. So, Lieferbots können benutzt, um Items zu transportieren zu verschiedenen Maschinen. Codex, Scrap Metal, Ammo Cells, das ist ja alles erstmal interessant. Eine weitere Pistole werde ich ja wohl kaum noch, also nochmal craften müssen. Süß, wie die reagieren auf den Beschuss. Weil du brauchst von den, Waves die, die Tech-Dinger. Was für ein Spielprinzip geht es bei dem Spiel? Ich habe es vorhin schon mal kurz erklärt, es ist eigentlich ein Factory Defense Game. Also an sich musst du Produktionsketten aufbauen. Und musst dann halt forschen. Wobei ich jetzt noch, ich bin noch ein bisschen verwirrt, wie gesagt, ich spiele es auch jetzt gerade erst zum ersten Mal. Auf jeden Fall muss ich erstmal mehrere Wellen holen, damit ich die Forschungspunkte habe. Scap Spinner Trap. Landmin, da unten wäre Shotgun. Das hier ist halt Abfalltechnik. Dafür brauche ich 80. Danke Expendable für das Stufe 1 Abo. Vor allem, aber die Waves selbst zu bestimmen ist natürlich, glaube ich, im Moment noch so ein Luxus. Der Turm ist ja auch, sag ich mal, dein Start-OP-Ding.
denke mal, ist eigentlich, es ist ja eine Alpha-Demo, deshalb muss man ein bisschen entspannt sein. Ich denke mal, wenn es denn irgendwann dann mal mehr gibt, wird es so sein, dass die Zeit natürlich gegen einen läuft. Jetzt ist das natürlich wirklich ein Chill-Out. Wobei, wenn die ersten drei Technikstufen schon verfügbar sind, von den Orbs, die man links oben sieht, könnte ja in der Demo schon recht viel Inhalt sein. Ah ne, wir haben ja nichts Neues erforscht. Tech Tree. Scrap Generator. Ach scheiße, die Forschung braucht 75. Abbrechen kann ich das nicht mehr? Jedes Mal, wenn ich die Forschungsdinger reinmache, habe ich dadurch nichts gewonnen. Clone Base is taking damage. Habe ich nicht einen Blueprint für Munition vorhin noch? Okay, man kann es doch abbrechen. Ist übrigens falsch von den Listen her, weil das kann ich gar nicht erforschen gerade. Metallurgie, Scrap Storage. Und komisch, dass ich das hier direkt forschen könnte. Das will ich haben. Eine Shotgun. Um die ankommenden Gegner noch mehr zu ärgern. Du kannst hintereinander die Wellen kommen lassen. Es ist übrigens so, dass wenn ich die neuen Zellen positioniere in der Homebase, dann kommt immer die nächste Welle. Shotgun ist erforscht. Solarzellen. Scrap Generator. Thank you.
Pew pew. Pew pew ist korrekt. Es wird aber die Waffe nicht stärker machen, wenn man pew pew sagt. Oh doch, genauso wie Sur Sur ein Laserschwert nicht echt macht. Okay, Waffen kannst du auch upgraden. Du musst doch fest genug dann glauben. Ah, Laserschwert! Hast du vor, einen der neuen GPUs zu kaufen? Ich muss sagen, ich glaube, ich hätte Lust, diesmal eine AMD-Karte zu kaufen. Weil AMD, beziehungsweise Nvidia denkt ja zurzeit, dass die... Ach, hier war das mit der Munition. Weak Explosive. Dafür brauche ich aber Magnesium-Ore. Hat jemand schon mal irgendwo hier Ressourcen gesehen? Also richtige Ressourcen? Wobei das da drüben könnte sogar wirklich ein Eisenspot sein. Unglaublich. Marsgestein. Ja. Ich habe aber gesehen, dass meine Basis irgendwie Energiezellen hat. Und das ist Zeit, die wir verlieren. Um dieses Schild wahrscheinlich aufrechtzuerhalten. Und dafür brauche ich die Powerzellen. Entschuldigung, weil Nvidia glaubt, dass die wie Apple sind. Also ich habe inzwischen das Gefühl, Nvidia denkt einfach, wir sind wie Apple. Natürlich jetzt durch die Inflationsgeschichte und natürlich, dass jetzt ein Halbleiterproblem schon lange existiert. Ist klar, dass die Preise ein bisschen mehr anziehen werden. Aber sich hinzustellen und Karten rauszuhauen und 44% Preisanstieg zu haben oder 49% im Vergleich zur letzten Generation von Grafikkarten in der UVP, das, ne. Also irgendwann musst du als Kunde auch mal abspringen und sagen, sorry Jungs, bis hier und nicht mehr weiter. Tut mir sehr leid, ich bin eigentlich... generell immer sehr angetan von Nvidia gewesen, auch wegen ganzen Zusatzsachen. Aber was sie inzwischen so alles machen, auch in Form von bei uns, wir schalten unsere Tools nur für die neuere Generation von Grafikkarten von uns frei und alles andere. Und die alte Generation gucken die Röhre. Ich war halt immer ein großer Fan von den NVENC-Fähigkeiten. Also das Rendern mit der Grafikkarte kann ich ja immer noch machen, AMD kann das auch. Die haben dafür auch ein Tool und im Streaming-PC kann ja die aktuelle Karte auch bleiben, womit ich ja nur den, wo ich ja nur den Encoder-Chip benutze. Der Stream wird ja CPU gerendert, aber ich für YouTube aufnehme, wird ja per der Grafikkarte gerendert. Weil die Unterschiede halt einfach minimal sind inzwischen. Grafikkarte-Rendering ist mit den Jahren richtig gut geworden. Kommen auch Bugs? Nee, du kämpfst hier immer gegen Maschinen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Er sollte lieber Pistole benutzen. Weil für Schrotflinte habe ich gar nicht so viel Munition. Vor allem, ich habe gleich keine Munition mehr. Also fürs Geschütz. Normalerweise Large Ammo Packs. Home base is taking damage. Stimmt doch gar nicht. Dafür brauche ich sogar was von denen. Nimm die Hoverboards. Ja, aber Raytracing ist ohne Witz, Raytracing ist wieder in der neuen Generation und ob die RTX-Leistung jetzt wieder einfach nur abstinkt in manchen Spielen, es ist halt einfach. Bisschen Banane. Ihr seid neu. Warum sieht das aus, als wenn ich eine Kindergartengruppe betreue? Keine. Servomotoren. Habe ich da was eingesammelt?
wünschte, es wäre so. In recycled scrap pieces. Irgendwelche Pflanzen, die man finden kann. Moment, was hatte ich denn vorhin gesehen, wo ich gesagt habe, ist ja doof, dass ich das brauche. Da, Hoverbot Frame Scrap. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt können wir doch bestimmt den Spinner bauen. Die 5 können schon mal rein. Und da ist das Metall, was wir dafür benötigen. Muss ich mal aufsammeln. Das Geile ist, Batteriecharge steht eigentlich 0. Aber es dreht sich trotzdem. Komisch, dass du... Es gibt so ein paar Ungereimtheiten. Zum einen kann ich das in dem Mini-Ding reinmachen, aber ich kann ja auch im Recycling die Teile reinhauen. Ah, da sind übrigens noch Cell-Packs drin. Fürs Geschütz. Ach so, ich weiß warum. Weil hier kriege ich ja nur die diese kleinen Metallkügelchen und hier kriege ich ja Scrap Metal. Ja, doch unterschiedlich. So, alles rüber. Jetzt haben wir ganzen Kram noch mal bauen. Achso, der braucht auch einen Boden. Ansonsten kann man den nicht setzen.
kann ich dich nicht drehen? Ach so, G ist Rotate. Aber ich habe ein paar Schuss noch gefunden. Ja, ja, ist ja gut, da stand G. G für Liebe. Stopp die Forschung! Lass den Feind kommen! Das Spiel. Deshalb bin ich richtig erklärt, was Sachen ist. Danke, Ariandor, für deinen Sub. Vielen Dank. So, da kann ich aus Marsgestein Eisen rausholen. Richtig schöne Kiste. Einen automatischen Minenhammer bauen. System Storage. Und wie ist die Eroberung des Mars? Wundervoll. Ich glaube nur, dass ich es am Anfang richtig kacke gemacht habe. Ich habe Sachen erforscht, die ich nicht brauche. So, dafür brauche ich 24. Thank you.
Verdammt. Da habe ich natürlich die Energiezellen für verwendet. Nicht genug von. Eine Laserdiode. Davon brauche ich 4 Stück. Super. Ah, guck mal, da waren noch 2 Servomotoren drin. Da können wir übrigens noch eine zweite von diesen Drehdingern bauen. Hier, nimm meine Energie und freu dich. So, ich habe noch 70 Minuten Zeit. Ja, der Geschütze hat auch keine Munition mehr gehabt. Ach, wenn die Gegner doch einfach besser in die Fallen laufen würden. Aber ich wenigstens die Munition für das bessere Geschütz hätte. Thank you.
So, es wird das generelle Power-System erforscht. Scrap Launcher Turret. Danke, Brandon, für dein Prime-Sub. Zwei Akkus und zwei Kabel. Achso, jetzt verstehe ich. Dann macht er die Sachen rein, die ich für eine Produktion brauche. Dafür ist das hier gedacht. Männerlords bin ich ein bisschen überrascht im Moment. Da kriege ich mich relativ wenig Feedback. Wobei ich in ganz guten Kontakt inzwischen habe mit den Herrschaften. Muss ich doch bestimmt auch irgendwie verbinden. Ich glaube, ich muss die Scrap Battery haben und die Scrap Battery kann die Windenergie nutzen. Strom über die Bodenplatte. Also ich kann zum Glück ja alles immer wieder aufheben. Ja, aber nicht, dass das über die Bodenplatte läuft. Siehst du denn hier irgendwo Leitungen, mein Freund? Scheiße, ich habe auch so den 2 produziert. Nein, unter der Akkuforschung ist keine Leitungsforschung. Das hier ist Scrap Electric Trap. Damit können wir die elektrische Fallen herstellen. Ich denke, das ist das Richtige. Ach, 9, Power System. Distributors will automatically transmit power to any consumer they are within in range. Komisch. Ah, jetzt.
Wobei, kannst du im Baumenü verbinden. Pickup, Melee Action, Inventory, Build Edit. Ah, Toggle Power Visualizer. Visualisierung. Ah, okay. In dem Bereich gibt es anscheinend Energie automatisch. Gibt's auch Marsiana? Nein, wir sind der einzige Marsiana hier. Ich glaube, die generieren zu wenig Energie mit Zweien. Also, weil wir haben ja mehr Konsumenten. Drei Kabel. Was will denn noch? Die zwei Batterien. Die ploppen aus der Luft. Ja, ich glaube, das ist auch genau da, wo Marsianer herkommen. Die ploppen einfach so aus der Luft. Ich werde jetzt einfach mal in dieser Konsumerübersicht versuchen, über diese Wattleistung zu kommen. Es ist richtig. Jetzt haben wir eine Produktion von 36 Kilowatt und 30 Kilowatt wird verbraucht. Ha! Nimm das, Putin! Ah, jetzt ist er auch online. Batterie. Ich glaube, der braucht nur eine Batterie drin. Connected to wireless power system. Gibt keine Kabel. Der Imperator hat das Power System geknackt. Aber jetzt ist die Frage, danke Pegasus übrigens für den Sub, wofür das dringend ist. Ach, wahrscheinlich, falls ein Energieausfall ist, könnte da drin Energie gespeichert werden. Wobei beim Storage steht gar nichts drin. Vielleicht geht das System auch noch nicht. Müssen leider die nächste Welle holen.
komischerweise, mein Energieschildplasma wird nicht besser, obwohl ich die Plasmazellen reinmache. Du könntest auch die Umgebung untersuchen. Paragon-Bots. Übrigens total geil, dass hier unten, ohne irgendwelche Infos dran, irgend so eine Leiste einzubauen. Du denkst so, ach so, das ist, Items deleten? Ach, ich bin mir nicht sicher. Elektromagnet. Der wird wohl Schrott einsetzen, um gegen Gegner zu kämpfen. Da brauche ich Magnesium für, aber ich habe Magnesium hier noch nie gesehen. Strom ist Mangelware.
Eine Box mit Abfallrädern. Dafür brauche ich auch wieder Scrap Metal Pole. Am Anfang habe ich davon mehrere gefunden und jetzt findet man die eigentlich gerade gar nicht mehr. Ja, dann kommt jetzt die Welle, die mich umbringen wird, wahrscheinlich. Den Schrott nach vorne, wie eine Shotgun. Aber es hat keine Möglichkeit, als Geschütz zu fungieren. Nein! Wir haben gesiegt. Wow, das Spiel schaltet sich sogar automatisch aus. Traumhaft. Muss man sich gar nicht entscheiden, ob man es ausschaltet. Wisst ihr, an das Logo mich erinnert, Hostel Mars? Also wenn die das Logo von Homeworld benutzt haben. Guck mal. Das Homeworld Remastered Logo. Ziemlich gute Ähnlichkeit, vor allem auch, dass die Ränder mit derselben hellen Blautonfärbung gemacht wurden. Ist mir jetzt nur aufgefallen, weil ich jetzt gerade hier so war. Also eigentlich, ich finde den Trailer ja ganz cool gemacht. Also wir können ja gerne mal den Trailer kurz angucken. Auch wenn es jetzt ein bisschen klobig bei mir, während ich gespielt habe, aussah, wirkt das ja interessant. Da siehst du auch die ganzen Transportbots. Vor allem guck mal, was da für eine Welle kommt, ey. Aber das Baumenü ist wirklich Hölle, finde ich zurzeit noch. Warum sah deine Base nicht so aus? Ich fand, es gibt gar keinen Unterschied zwischen meiner Base und die, die wir gerade gesehen haben. Na guck mal, du kannst auch unterwegs noch alte Drohnen finden, die ich angreifen. Ütz. Da zeigen sie uns schon den Koop-Modus im Multiplayer. Hostile Mars is an open world tower defense game that focuses on resource management, base building with automation. An sich ist das Orcs Must Die mit Factory Elementen, also jedenfalls mit Crafting Elementen mehr. Vor allem bei der Menge von Gegnern, die kommen. Ja, haben wir noch mal ein bisschen so Videos mit drin. Wer sich dafür interessiert, man kann die Demo sogar laden und sich das auch selbst angucken und einfach besser sein als ich. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, aber der Start ist einfach zu, würde ich sagen, du kannst dich zu sehr verforschen, also beziehungsweise ich habe ja eigentlich durch fehlerhafte Forschung bin ich ja eigentlich verkackt.
Und dadurch, dass ich alles gescrapped habe. Aber so glaube ich, dass das den einen oder anderen schon interessieren wird. Ich finde eigentlich die Kombination aus Tower Defense und Factorio, an sich ist Factorio auch nichts anderes, außer dass du halt sehr lange brauchst für die Factorio-Geschichte, ne? Ja, aber so viel zum Angespielt auf YouTube. Ich hoffe, es hat auf YouTube auch gefallen. Im Stream machen wir jetzt noch ein bisschen weiter.